Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Fnatic und ich habe eine Ankündigung für alle Company of Heroes 1 Fans unter euch. Company of Heroes 1 wird dieses Jahr 10. Am 29. September 2006 ist es erschienen, lange lange ist's her und seitdem hat uns das Spiel viel Freude und Spaß bereitet. Mit dem Company of Heroes 1 Neujahrsturnier möchte ich diesem großartigen Spiel meine Referenzen erweisen und ich möchte euch die Möglichkeit geben, noch einmal an meinem kompetitiven Event teilzunehmen. Das Turnier ist auf 16 Teilnehmer ausgelegt und wird am Samstag, dem 23.01. sowie Sonntag, den 24.01. stattfinden. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Gespielt wird das Turnier nach dem K.O.-System im Best-of-3-Modus. Es sind alle Fraktionen erlaubt und auch die Tales of Valor-Einheiten sind zugelassen, allerdings dürfen pro Spieler zur selben Zeit nur 2 Scharfschützen und 3 Stackhounds auf dem Feld sein. Logischerweise mit den Stackhounds, das gilt nur, wenn sich jemand entscheidet, Briten zu spielen, denn die sind ja erlaubt. Teilnehmen kann jeder, es gibt nur eine einzige Voraussetzung und die ist, dass ihr euch vor dem Turnier die Observer Maps installiert. Nun, warum das? Es wird an beiden Tagen einen Livestream geben, den ihr unter der Adresse www.twitch.tv/derbierboot findet. Und in Company of Heroes 1 kann man nur dann ein Spiel live beobachten und dementsprechend auch live für einen Stream kommentieren, wenn die Spieler die Observer Maps installiert haben. Deshalb ist das hier eine Voraussetzung für die Teilnahme. Sollte das Spiel nicht beobachtet werden, könnt ihr natürlich auch die ganz normalen Karten verwenden. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu meiner Steam-Gruppe. Dort geht alles weiteres vonstatten. Ihr findet dort einen Thread, in dem ihr euch alle Regeln und Hinweise zum Turnier nochmal ganz in Ruhe durchlesen könnt. Auch gibt es da einen Download-Link für die Observer-Karten nebenst einem kleinen und kurzen Installations-Tutorial hierzu. Wenn ihr am Turnier teilnehmen möchtet, dann ist auch das innerhalb dieser Gruppe möglich. Einfach mal unten in der Beschreibung auf den Link draufklicken, sich das Ganze durchlesen. Es ist im Grunde selbsterklärend, alles untereinander verlinkt, es kann gar nichts schief gehen. Sollten trotzdem noch Fragen sein, dann bitte ich darum, diese in der besagten Gruppe zu stellen. Denn da haben wir die Möglichkeit für jeden das Ganze nachzuvollziehen und ich kann die Fragen auch direkt dort beantworten. Wenn also Fragen sind, bitte in der Gruppe stellen und nicht als Kommentar unter diesem Video hier. Abschließend möchte ich mich noch bedanken bei Medicus aka Review Game X, bei Big Boon und Hoster Taube von CHOR Overlord und last but not least bei Panzer Elite für die Unterstützung des Turniers. Wenn ihr wollt, dass diese Herren selbst beim Turnier mitspielen, im Livestream mitwirken oder ein paar Replays aus dem Turnier casten, dann ist dieses Video und die Kommentare unter dem Video der optimale Ort und Zeitpunkt, um das zu erreichen. Also go, 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 go. Das war es erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, viele von euch als Spieler oder als Zuschauer im Livestream am 23. und 24.01. begrüßen zu dürfen. Ciao, ciao.